Gold hat sich geöffnet. Rockon. Er hat ein Gesicht wie aus Silber. Er hat einen silbernen Schild. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen, beschaulichen YouTube-Kanal. Ich bin euer Onkel Retro und heute machen wir ein Unboxing-Video von Rockon. Und ja, ich bin sicher, ihr habt schon eine ganze Menge Unboxing-Videos gesehen, weil die Figur ist ja jetzt schon bei sehr vielen Bestellern angekommen. Dass ihr euch trotzdem jetzt dieses Video anguckt, das freut mich sehr. Das zeigt euch, dass... Das zeigt mir, dass euch meine Meinung ja scheinbar interessiert und vielleicht... Freut ihr euch ja auch auf das kleine Figurenfilmchen am Ende des Videos. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ihr drauf geklickt habt. Ich weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, diesem Video ein Däumchen nach oben geben würdet. Und ja, dann wollen wir sagen, legen wir los. Verlieren wir keine Zeit. Tada! Cool, ne? Tada! Aber jetzt richtig cool. Rockon. Ich weiß nicht, ob es euch als Zuschauer auffällt, aber mir als, naja, Auspacker fällt es direkt auf. Und ich muss sagen, da muss ich direkt mal ein ganz, ganz dickes Lob an Mattel sprechen. Denn diese Verpackung ist, genau wie die Masterverse-Verpackungen, wieder verschließbar. Das heißt, wir müssen sie nicht kaputt machen, wir müssen nicht den Blister zerreißen, die Blisterkarte beschädigen oder sonst irgendwas machen. Diese Figur können wir auspacken und, naja, für den Figurenfilm verwenden. Und wenn ich sie dann nicht mehr brauche, kann ich sie einfach wieder zurück in die Verpackung stecken und ab damit ins Regal. Oh, ich hätte mir gewünscht, dass Mattel das von Anfang an bei allen Origins-Figuren gemacht hätte. Das wäre doch mal richtig cool gewesen. Egal, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt der Fall ist. So, es ist natürlich eine amerikanische Verpackung, logisch. New for 24, damit wir auch nicht vergessen, in welchem Jahr wir uns befinden. Das Masters of the Universe Logo, der Name der Figur mit Untertitel. Und ein zusätzliches Artwork rechts neben dem Namen der Figur. Das kennen wir normalerweise von den Deluxe-Figuren oder halt von den Exclusives. Und hier können wir dann auch schon einen ersten Blick auf Rockon werfen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn jetzt gemeinsam mit euch auszupacken. Hier unten noch das Mattel-Logo. Aber bevor wir ihn auspacken, wollen wir uns natürlich erstmal die Rückseite der Blisterkarte betrachten. Ja, wie man das von einer Exclusive-Blisterkarte gewohnt ist, werden hier keine weiteren Figuren aktueller Waves beworben, sondern wir haben ein wunderschönes Artwork, das die gesamte Blisterkarte einnimmt. Das sieht doch mal richtig geil aus, Freunde. Und wie wir unschwer erkennen können, die Felslinge Stondar und Rockon im Kampf mit der wilden Horde. Wir sehen hier Hordak, Leech und Modulok. Also wenn Modulok als Origins-Figur erscheint, und ich hoffe, er erscheint, dann freue ich mich darauf auf jeden Fall. Modulok ist eine Figur, die ich auch als Kind hatte, mit der ich sehr viel gespielt hatte. Und ich hoffe, er erscheint dann auch so wie früher, mit den ganzen Armen und Beinen, dass man halt wirklich ihn, ja, umbauen kann, bis zum geht nicht mehr. Also wenn Modulok, dann richtig. Bitte. So, meine Lieben. Kein Cuttermesser nötig. Tada! Völlig unbeschädigt können wir die Blisterkarte einfach rausziehen und gleich wieder zurückschieben. Ich bin begeistert, Freunde. Ich bin wirklich begeistert. Ist das geil oder ist das geil? So, hier haben wir einen Mini-Comic, den werden wir uns als erstes angucken und dann schauen wir uns die Figur sehr detailliert an. Irgendjemand bei Mattel muss mitgekriegt haben, dass ich mich immer über die Anleitungen lustig gemacht habe. Ihr wisst ja aber, mein Spruch, Actionfiguren brauchen Anleitung. Die Figur scheint keine Anleitung zu haben. Ich habe keine gefunden. Das ist der Beweis, Freunde. Mattel schaut meine Videos. Yeah! Ja, Freunde, das ist der Mini-Comic. Ihr wollt ihn lesen? Naja, ihr wisst ja, wo sich an eurem Gerät die Pause-Taste befindet.
Ich werde mir den Comic nachher in Ruhe durchlesen. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht drauf ein. Der Zeichenstil ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig. Euer Ernst? Bitte guckt euch mal diese Gesichter an, also wirklich, da bin ich absolut null begeistert von. Es ist ja schön, dass wir Etheria und Crystal Castle einführen, aber dafür sehen die Gesichter aus wie... Nee, also, sorry, das geht gar nicht. Also wirklich, selten so einen schlechten Minicomic gehabt, ehrlich. Nicht nur, dass der Zeichenstil grauenvoll ist, auch die Geschichte selber, die ist... Ja, darf ich das sagen, ohne dass es zu böse klingt? Ich finde, die ist langweilig, unnötig. Gerade aus dem Felsling kann man doch so tolle Geschichten machen. Da machen die sowas. Naja, egal. Es geht ja nicht um den Minicomic. Es geht um die Figur. Und die schauen wir uns jetzt an. Ja, und wie gesagt, die Blisterkarte, ne, das Artwork, sieht auf jeden Fall schon mal richtig klasse aus. So, jetzt brauche ich doch mein Messer, weil die Figur ist hier hinten doch mit Bändern fixiert. Und ich dachte schon, mein Messer würde gar nicht zum Einsatz kommen. Ja, die ganz Schlauen unter euch, die sehen schon, das ist nicht das Messer, das ich sonst benutze. Das ist mir nämlich abhanden gekommen. Ich habe es mit zur Arbeit genommen und da verloren. Ja, jetzt habe ich halt das hier als Ersatz. Ja. Wird seinen Zweck schon erfüllen. So, Rockon. In seiner ganzen Schönheit und natürlich hat er auch seine klassische Waffe dabei. Wir wollen mal gucken, wie er aussieht, was er kann und was er eventuell nicht kann. Ja, das ist Rockon. Ihr wisst ja, ich bin jetzt jemand, der nicht unbedingt so sehr auf den Paintshop achtet. Deswegen sage ich nur, die Farben sehen gut aus. Nein, wir gehen ins Detail, was die Detailverliebtheit angeht. Ich finde das Gesicht doch sehr interessant. Er guckt einen nicht direkt an. Seine Augen, sein Blick gehen so ein bisschen zur Seite, als ob er ja, so ein bisschen an einem vorbeiguckt. Interessant, wie ich finde. Sehr interessant. So, dann haben wir hier seinen Helm. Seinen Brustpanzer. Und hier können wir natürlich, wie auch bei der Vintage-Figur, die Waffe platzieren. Ja, typisch für eine Origins-Figur. Er hat hier eine Waffenhand. Das heißt, wir könnten die Waffe theoretisch auch in die Hand drücken. Bei der Vintage-Figur ging das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, von hinten sieht er irgendwie lustig aus. Wie so ein, keine Ahnung, wie irgend so ein Steinmonster aus einem Filmation-Cartoon. Wenn man den jetzt noch grau oder braun anmalt, nee, das lasse ich. Keine Sorge, das tue ich nicht. Ich finde das auch sehr richtig gut, dass diese Kometenform quasi die Beine und die Füße ein bisschen unterstützt. Dadurch steht die Figur besser und fällt nicht so leicht um, wie jetzt so manch andere Origins-Figur. So, die Waffe hier ganz klassisch montiert. Drehen kann man sie auch, so wie das sein muss. Und wie gesagt, wir können sie ihm auch in die Hand drücken. Okay, ich muss zugeben, das mit dem in die Hand drücken ist jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Es war eine ziemliche Fummelsarbeit und ja, so richtig stabil hält die Waffe auch nicht. Das Beste wird sein, man macht es so wie bei der Vintage-Vorlage auch vorgesehen. Einfach rein in den Körper mit der Waffe. Ja, und damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Action-Feature von Rockon, nämlich, dass wir ihn zu einem Kometen umbauen können. Ja, wenn ihr das ein oder andere Unboxing-Video zu Rockon schon gesehen habt, dann habt ihr ja sicherlich auch schon gesehen, dass die Kometenform nicht so hundertprozentig schön ist wie bei der Vintage-Figur. Zum Beispiel, dass sich der Komet jetzt nicht richtig schließt. Gucken wir mal. Ja gut, hier unten ist offen, ne? Bei der Vintage-Figur war die teilweise auch offen, aber nicht so wie hier. Hier ist ja komplett offen. Ja, klar, wenn man den jetzt über den Boden kullert, man sieht dann hier, dass unten das Offene ist, das sicherlich nicht so schön. Aber
Wenn wir den jetzt einfach nur als Komet auf den Boden stellen, mal gucken, dann müsste es eigentlich gehen. Schauen wir mal. Ja, ist doch okay. Ist doch okay, Freunde. Nicht 100% perfekt, also wirklich nicht. Ne? Also perfekt ist was anderes. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Klar muss man zwischendurch mal ein bisschen hier nachdrücken. Aber ich finde es jetzt wirklich nicht tragisch. Ne? Klar, die Unterseite ist der Schwachpunkt, gar keine Frage. Ne? Gibt es auch nichts schön zu reden, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Freunde, bevor wir jetzt zu dem versprochenen Figurenfilmchen kommen, vielleicht noch kurz meine abschließende Meinung zu Rockern. Fangen wir mit der Verpackung an. Direkt auf jeden Fall, ne, ein dickes Lob von mir für eine wiederverschließbare Origins-Verpackung. Das hätte ich gern bei allen Origins-Figuren. Also, Mattel, bitte, ja, macht damit weiter auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Das Artwork fand ich auch klasse. Mini-Comic, ich habe es gerade schon gesagt, finde ich jetzt sehr enttäuschend. Der Zeichenstil ist unter aller Kanone und die Geschichte ist einfach nur langweilig. Ja, die Felslinge bieten so viel Potenzial für spannende, actiongeladene Geschichten. Also da hätte man sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, die eigentliche Figur gefällt mir wirklich gut. Schön bemalt. Die Waffe, auch dass man die jetzt in die Hand drücken kann und auch hier positionieren kann, finde ich gut. Die Kometenform, ich finde es auch. Ja, ich find's gut. Klar, wir haben natürlich den Schwachpunkt ja gerade gehabt, ne, beim Zusammenbau des zum Kometen, dass die Unterseite halt komplett offen ist. Ja, ist ein Schwachpunkt, müssen wir abziehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich doch sagen, dass mir die Figur wirklich gefällt. Ne? Also für das Geld, was man dafür bezahlt hat, kannst du absolut nicht meckern. Deswegen gibt's auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von Onkel Retro für eine nicht perfekte, aber durchaus gelungene Figur. So, und jetzt der versprochene Film. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen. Man at Arms, Tila, ruft sofort alle Soldaten zusammen und bewaffnet euch. Was ist passiert, Majestät? Kometen. Überall am Himmel über Eternia werden kleine Kometen gesichtet. Sie schlagen nicht ein, sondern drehen ihre Bahnen. Das ist für Kometen sehr ungewöhnlich. Vater, es könnte eine neue Waffe von Skeletor sein. Genau das vermute ich, Adam. Deswegen müssen wir schnell handeln. Wir verlieren keine Zeit, Majestät. Tila, komm, schnell zu den Windridern. Ja, Vater. Die Kometen sollen nur kommen, die baller ich alle weg. Und wenn einer zu nahe kommt, kriegt er eins mit meinem Rammschädel verpasst. Und ich werde mir einen Zauberspruch überlegen, um die Kometen einfach wegzuzaubern. Nicht leichter als das für den größten Zauberer von Eternia und von Schola und von, Leute, wo seid denn alle? Hallo? Vater, ich will auch helfen. Was kann ich tun? Du evakuierst die Stadt, mein Junge. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und vielleicht findest du ja He-Man irgendwo. Seine Hilfe können wir jetzt gut gebrauchen. He-Man, natürlich. Ich werde aus Adam einfach nicht schlau. Er will kein Kampftraining absolvieren, aber wenn ich ihn darum bitte, He-Man zu rufen, ist er eingeschnappt und... Oh nein, was ist das? Einer der Kometen kommt genau auf mich zu! Oh nein, Vater! Ich weiß, ich muss die Stadt evakuieren, aber ich kann nicht gegen meine Überzeugung handeln. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Komet hat abgebremst im letzten Moment. Warum? Was ist geschehen? Majestät, seid ihr in Ordnung? Ja, He-Man, mir geht es gut. Der Komet raste auf mich zu und dann bremste er plötzlich ab. Ich weiß nicht warum, aber es geht mir gut. Dann bin ich beruhigt. Bitte entschuldige mich, Majestät. Ich muss gemeinsam mit Prinz Adam die Stadt evakuieren. Wir sehen uns später. So, der Windrider ist startklar. Ich werde die Komet mit der Laserkanone zerstören, wenn es sein muss. Nein, Man at Arms. Du darfst die Kometen auf keinen Fall zerstören. Ich schwöre, dass Leben in ihnen ist. Sie haben keine böse Absicht. Und dann hat der Komet einfach abgebremst und ist direkt vor mir liegen geblieben. Die Zauberin ist auch der Meinung, dass keine Gefahr von ihnen ausgeht. Dieser Meinung kann ich mich anschließen. Die Kometen schweben immer noch über dem Himmel.
Aber sie landen nicht und sie schlagen auch nirgendwo ein. Ich habe die Stadt evakuiert, sicherheitshalber, aber ich glaube nicht, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Hört ihr das? Hört ihr das auch? Der Komet scheint sich zu bewegen. Von innen. Da. Es sieht aus, als würde er sich öffnen. Irgendetwas in seinem Inneren kommt nach draußen. Ist das ein Mensch? Guten Tag, Freunde. Habt keine Angst vor mir. Naja, das sagst du so. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt, Fremder. Wer bist du? Mein Name ist König Randor, der Herrscher von Eternia. Mein Name ist Man-at-Arms. Und ich bin He-Man. Willst du uns nicht sagen, wer du bist, Fremder? Mein Name ist Rokon. Ich komme vom Volk der Felslinge. Und so wie es aussieht, bin ich leider zurzeit der Anführer meines Volkes. Du scheinst nicht unser Feind zu sein, Rokon. Deswegen heißen wir dich auf Eternia willkommen. Bitte erzähle uns die ganze Geschichte, von Anfang an. Wir Felslinge kommen von einem fernen Planeten, einem der schönsten Orte der Galaxis. Doch vor einem Jahr wurde unsere Heimat überfallen, von der wilden Horde, angeführt von Hordak, dem grausamsten Tyrannen, der mir je begegnet ist. Mein Vater, Stondar, war der rechtmäßige Herrscher des Planeten. Ein gütiger Herr und ein liebevoller Vater. Ich glaube, dass Hordak ihn getötet hat. Ich glaube, dass... Ich weiß es nicht. Was ich jedoch weiß, ist, dass unsere Heimat unbewohnbar geworden ist. Diejenigen von uns, die überlebten, reisen seit einem Jahr durch das Universum, auf der Suche nach einer neuen Heimat und auf der Suche nach Hordak, um Rache zu nehmen für das, was er meinem Volk und meinem Vater angetan hat. Die Spur der wilden Horde führte mich bis hierher, bis nach Eternia. Ich weiß, dass Hordak hier ist. Ich muss ihn finden. Werdet ihr mir dabei helfen? Also, Rokon, wir möchten dir sehr gerne helfen. Aber wir sind keine Henker, verstehst du? Hordak zu töten, egal welche Verbrechen er auch begangen hat, wäre falsch. Das musst du verstehen. Oh, He-Man, ich habe gar nicht vor, Hordak zu töten. Es tut mir leid, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ich will ihn gefangen nehmen. Ich will ihn verhören. Ich will ihn seiner gerechten Strafe zufügen. Vor allem aber möchte ich wissen, was aus meinem Vater geworden ist. Wenn irgendjemand weiß, ob Stone da noch lebt, dann ist es Hordak. Versteht ihr? Ich will Gerechtigkeit. Und ich will wissen, wo mein Vater ist. Wir werden dir helfen, Rokon. Das verspreche ich dir. Ein geheimer Treffpunkt, um mit mir zu reden, Hordak? Ich bin wirklich enttäuscht. Du wirst alt, das merkt man. Hüte deine Zunge, Akolyt! Ich bin immer noch dein Meister! Es war klug von dir, meiner Einladung zu folgen. Wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Er will meine Hilfe und wird dabei auch noch frech. Typisch Hordak. Also, alte Fledermausfratze, was willst du von mir? Das Volk der Felslinge ist auf Eternia angekommen. Angeführt von Rokon, dem Sohn von Stondar. Ich weiß, dass Rokon Rache will für das, was ich seinem Volk angetan habe. Und was sollte mich das kümmern? Kann mir doch nur recht sein, wenn die Felslinge dich töten. Dann habe ich einen Gegner weniger, um den ich mich kümmern muss. Nun, ich habe auch nicht erwartet, dass du mir freiwillig helfen wirst, Akolyt. Vielleicht sollte ich dich wieder in den schwachen, eifersüchtigen Keldor zurückverwandeln. Als ob du das könntest, Hordak. Du bist gar nicht ansatzweise so mächtig, wie du glaubst. Und von Magie verstehst du überhaupt nichts. Deswegen hast du mich hier ausgebildet. Da würde ich an deiner Stelle nicht so sicher sein. Was hast du da in der Hand? Ich denke, du weißt genau, was es ist. Eternium. Die Magie von Shadow Weaver. Das Wissen und die Macht von Hordak. Und ein bisschen Eternium.
und du wirst deinem Meister gehorchen. Nein! Was hast du getan? Ich bin wieder Keldor? Verwandle mich sofort wieder in den mächtigen Skeletor zurück! Das werde ich tun, mein Freund. Sobald du mir Rockhorn vom Hals geschafft hast. Sind wir ein Team, alter Freund? Ja oder nein? Ja, mir bleibt ja keine andere Wahl. Aber sobald er mich wieder in Skeletor zurückverwandelt hat, werde ich ihn auf der Stelle töten. Also los, verlieren wir keine Zeit.